wolltest doch mit dem Wasser spielen. Wir sind jetzt schon gut zu Hause angekommen. Marie spielt im Schnee. Aber schaut euch erstmal an, wie unsere Reise in Costa Rica gestartet ist. Wir haben 5.24 Uhr. Wir fahren jetzt gleich zum Flughafen. Das Taxi dürfte gleich kommen. Die Marie muss noch angezogen werden. Die Romy kommt schon in die Trage hier. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Marie, wir fahren jetzt zum Flughafen. Alles gut. Ja, bitte. Hier, machst du dir bitte die Trage zu. Ja, tiefer. Heute ist es. Wir verschlafen die Romy. Wir warten auf das Taxi. Aufregung. Aber trotzdem eine Aufregung. Ich bin ganz entspannt. Ich glaube, weil du so entspannt bist, ist es mit mir einigermaßen machbar. Bin ich gespannt, was der Koffer wiegt. Der Koffer ist voller Technik. Und hier ist die Drohne drin. Nein. Und da Klamotten. Wie verrückt ist das? Die Frau, die bei unserer Ankunft am Baggage Claim gearbeitet hat, hat jetzt hier am Check-in gearbeitet. Und hat uns erkannt. Wir sie auch. Eigentlich wollten wir jetzt in München das machen, dass wir unser Geld für unser freies Shopping holen, wofür wir die Kassenbons aufgehoben haben. Also weil ein Rucksack verloren gegangen ist beim Hinflug bzw. nicht direkt mit angekommen ist. Die hat uns jetzt dann noch den Hinweis geben können, dass wir unser Geld schon hier holen sollen. Und das machen wir jetzt. Da werden unsere Kassenbons bearbeitet und wir essen ein paar Bananen. Ja, kleiner Zwischenfall. Marie meinte gerade spucken, spucken und jetzt hat sie sich gerade übergeben. Hannes hat schnell reagiert und hier sie über den Mülleimer gehalten. Ist eigentlich alles sauber geblieben. Und wir haben das Geld bekommen. Ja. Hoffen, dass Marie jetzt gleich besser geht. Jetzt haben wir alles geschafft. Durch Security durch. Aber weißt du, was wir nicht haben? Beziehungsweise, was wir immer noch haben? Unsere Postkarten. Weiß nicht, kennt ihr das? Bei mir ging das schon ziemlich oft so, dass ich die Postkarten entweder mit nach Hause genommen habe oder gerade noch am Flughafen eingeworfen habe. Aber auch von zu Hause verschickt sind die schön. Guten Morgen. Die allerletzten Colones. Die Piloten. Super nettes Personal. Wir brauchen unsere ganzen Plätze gar nicht. Romy. Hi. Hi. Marie ist wieder fit. Yeah. Ich glaube, mir war es einfach ein bisschen schlecht. Sie hat auch nicht viel gespuckt. So. Ja, ist wieder gut. Applaus für die Marie. Ein bisschen Energie zum Start. Before you leave the aircraft, please be sure to check your seat pocket. Das hat wirklich geschafft. War eigentlich ganz entspannt. Dürfen wir uns losmachen. Willkommen mit. Tada. Romy!
bist jetzt erstmal happy mit Saft. Ja? Reis. Hier, blauer Himmel in Atlanta. Wir haben jetzt noch 3 Stunden ungefähr hier in Atlanta. Und dann fliegen wir weiter nach München. Und da holt uns die Oma Claudia ab. Dazwischen ist noch ein Flug von einigen Stunden. Ich weiß gar nicht, wie viele. Janis, weißt du, wie viele Stunden wir fliegen? Irgendwas 10, irgendwas. Die Flasche? Ja, wir steigen jetzt ins nächste Flugzeug ein. Boarding ist jetzt gestartet. Wir packen zusammen. Romy kriegt noch schnell eine neue Windel. Und dann geht's ab ins Flugzeug. Ludwig, nein! Ganz schön viel Zeug. Wir haben die 2 und die 2 Sitze dahinter. Wir sind jetzt bald schon eine Stunde im Flugzeug. Es gibt irgendwie Probleme mit den Toiletten, deswegen starten wir nicht. Vorausgesagte Flugzeit sind 9 Stunden 40 Minuten oder so. Ne, 8 Stunden 40 Minuten hat er gesagt. Hier vorne sitzen jetzt gerade Marie und ich. Hier ist die Marie und da hinten ist die Lilith. Die Romy sitzt auch da. Wir sind bereit. Ja, mach doch an. And remember, they might be behind you. Gelandet. Marie, schlecht. Ja, eingestiegen als ein einjähriges Mädchen und aussteigen als ein zweijähriges Mädchen. Maria hat heute Geburtstag. Irgendwo über dem Ozean hat der Geburtstag begonnen. Ein Handy hast du? Ja. Bye. Bye. Hello, kiddos. Bye. Bye. Frisch. Marie hat darauf bestanden, ihre Schuhe und Socken auszuziehen und will wieder nackte Füße haben. Muss man noch in die Wohnung kommen. Eieiei. Ja, schnell rein. Ja, wir hatten jetzt ja Untermieter für die ganze Zeit in unserer Wohnung. Und hoffen, dass die nicht geraucht haben, so wie wir es vorgeschrieben haben. Oh, riecht ja anders. Anders, aber erstmal ein bisschen vielleicht. Wurde schon geraucht, ne? Aber das Schönste ist hier der Lebensmittelschrank, der riecht so wie immer. Es sind sofort heimische Gefühle. Zu Hause. Und jetzt zum Abschluss von dem Video können wir sagen, wir waren jetzt 3 Monate reisen, haben ja unseren sicheren Job aufgegeben und haben so viel Geld wie noch nie zuvor. Ja, denn unser Elterngeld ist endlich gekommen, nach über einem halben Jahr. Und wir haben es auch ohne ganz gut hinbekommen. Deswegen haben wir aber trotzdem ziemlich sparsam gelebt und waren ja schon auch sehr fleißig und viel am Arbeiten. Fühlt sich voll gut an. Und was man noch zu der Sicherheit sagen kann, also ja, wir haben den sicheren Job aufgegeben. Ich bin mir sicher, dass es unserer Familie immer gut gehen wird und dass wir immer dafür sorgen werden, dass es uns gut geht. Und die Sicherheit ist mir so viel mehr wert als jede finanzielle Sicherheit, die wir haben könnten. Uns wird es immer gut gehen. Ciao. Bis ganz bald.
Bye.